Hallo meine Lieben, guten Morgen. Ja, heute bin ich wieder bei dem Problem Fellpflege. Ja, wie jedes Jahr im Frühjahr haaren unsere Hunde um und das macht richtig, richtig viel Arbeit. Und immer wieder erlebe ich das dann, dass Leute sagen, oh, wir greifen zum Scherapparat, die ganze Wolle, die bekommt man nicht raus, ja. Dann sage ich immer, das ist absoluter Quatsch. Man muss halt einfach nur bürsten, bürsten und nochmal bürsten. Auch wenn da wahnsinnig viel Fell rauskommt. Aber das Fell von einem Spitz sollte auf gar keinen Fall geschoren werden. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst bildet sich nur noch eine storrische Unterwolle und das ganze Unterhaar bleibt ja trotzdem Scheren drinne. Das ist ja damit nicht weg. Und gerade dieses tote, abgestorbene Unterhaar, das ist ja das, was den Spitzen, wenn es warm wird, die Probleme bereitet. Ja, diese abgestorbene, tote Unterwolle, die drinne bleibt. Und die muss unbedingt ausgebürstet werden. Also nicht runterscheren, sonst bleibt ja das tote, abgestorbene Haar drinne, sondern ausbürsten. Bürsten, bürsten und nochmal bürsten. Und was ich jedem als Tipp geben kann, wenn der Hund so voll in der Umhaarung ist, dann auf gar keinen Fall den Hund baden, weil sonst habt ihr wirklich das Problem, dass das abgestorbene tote Unterhaar sich zu einem einzigen Klumpen zusammenzieht, den ihr wirklich nicht mehr ausgebürstet bekommt, weil es dann eine geschlossene Filzmatte wird. Also ganz wichtig, wenn der Hund in der Umhaarung ist, erst die ganze Wolle raus und dann erst baden, weil wie gesagt, sonst habt ihr wirklich das Problem, dass das Unterhaar sich zu einer einzigen Filzmatte zusammenzieht. Und bei so einem Hund wie bei der Odessa würdet ihr dann wirklich 3-4 Stunden dran stehen, bis ihr das Haar rausgebürstet bekommt. Sollte euch das trotzdem mal passieren, ja, dann als guten Tipp wartet bis zum nächsten Tag, bis diese ganzen Verknotungen komplett ausgetrocknet sind und bürstet dann erst den Hund wieder aus, weil solange die Haare auch nur ein bisschen feucht sind, bekommt ihr es nicht rausgebürstet. Also es muss wirklich vollständig durchgetrocknet sein, das Haar. Wenn das noch feucht ist, bekommt ihr es nicht ausgebürstet. Und dann warte ich lieber einen Tag, bevor ich unnötig an dem Hund rumrupfe und rumreiße. Die Zeit muss man sich dann halt einfach nehmen. Ja, und wie ihr seht, ach, und deshalb schimpft nicht so. Eben ist gerade unsere Tierpflegerin reingekommen. Ja, wie ihr seht, die Odessa hat wahnsinnig viel Unterhaar. Und das ist auch oft der Punkt, wo die Besitzer sagen, ja, unsere ist kastriert. Da bekommt man das Fell nicht mehr ausgebürstet. Natürlich, beim Spitz tut sich die Haartextur durch das Bürsten komplett verändern. Es kriegt eine ganz wattige, weiche, fluschelige Textur. So wie bei unserer Odessa nämlich auch. Die ist nämlich auch kastriert. Aber nichtsdestotrotz muss man den Hund trotzdem nicht runterscheren. Es ist halt einfach mehr Arbeit, das Fell von einem kastrierten Spitz zu pflegen, wie das von einem unkastrierten. Also das ist auch wirklich was, wenn mich die Leute als fragen, Cindy, was hältst du vom Kastrieren? Dann sage ich immer, wenn es nicht medizinisch notwendig ist, dann lasst den Hund so, wie er ist, weil das Fell wird bedeutend pflegeintensiver. Aber wie ihr seht, auch einen kastrierten Hund muss man nicht runterscheren. Ja, und das, wo ich hier die ganze Zeit die Odessa mit malträtiere, ist eine Zupfbürste. Die benutze ich unwahrscheinlich gerne.
Da seht ihr sie, die ist beidseitig und die hat einen elastischen, einen flexiblen Bürstenkopf. Und damit kriegt man schön das Unterhaar ausgebürstet. Und wichtig ist immer, ihr müsst die Haare scheiteln und Strähne für Strähne von unten rausbürsten. Und nur so bekommt ihr das ganze Unterhaar raus. Also nicht mit einem Kamm. Den nehme ich nur für hinter die Ohren oder wenn ich mal so eine kleine Verfilzung ein bisschen lösen will. Aber mit dem Kamm rupft ihr bedeutend mehr rum und die Filzknoten zurren sich auch zu. So, und ihr seht, trotz allem Bürsten hat mich mein Hund trotzdem noch lieb und wedelt mit dem Schwanz, auch wenn ich ihn so malträtiere. Und ich kann jedem nur empfehlen, stellt euch euren Hund immer auf den Tisch zum Bürsten. Macht's nicht auf dem Boden. Weil da renkt ihr euch wirklich den Rücken aus. Notfalls stellt euch im Garten einen Tisch hin oder nehmt den Küchentisch und macht euch da eine rutschfeste Unterlage, einen Teppich drauf, ja, der eine Gummiunterseite hat. Da werden natürlich dann manche aufschreien und sagen, oh mein Gott, auf dem Küchentisch, das geht doch gar nicht. Und dann sage ich immer, also wir sind so eng mit unseren Hunden, ja. Die Hunde liegen auf der Couch, zum Teil auch im Bett, ja. Warum soll ich den nicht auch auf den Küchentisch stellen zum Bürsten oder auf die Waschmaschine zum Beispiel? Es gibt ja Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel. Anschließend wischt man den Tisch ab und gut ist. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen guten Start ins Frühjahr. Bis dann. Tschüss.